Hallo liberale Freaks! Ich bin noch nicht so ganz gesund, bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber ich möchte euch heute unbedingt mitnehmen, wie ich jetzt wieder und sagen wir mal zum ersten Mal richtig die Ostfläche, die neue Festuca Rubra Poa Pratensis Fläche, die Wiesenrispe Rotschwingelfläche mähe mit meinem Swordman auf 21 mm werde ich jetzt diese Fläche mähen. Lehnt euch entspannt zurück, genießt den Kaffee und das Brötchen, wenn ihr es morgens zum Frühstück schaut. Ihr werdet jetzt hier ein Mähvideo sehen, der Sportman, 21 mm Schnitthöhe, die Fläche ist ungefähr auf 30 rausgewachsen, 21, so tief war ich noch nie hier und schauen wir mal, wie das aussieht. Viel Spaß. Yeah! Wir kriegen auch gleich Besuch. Oh, da wollte ich ein bisschen angeben. Was ist? Spindelmäher. Ja. Sieht besser aus. Gegenlicht. Gegenlicht. Im Gegenlicht, da sieht man nicht. So, lieber Anfix, jetzt fliegen wir mal über die Fläche und ihr sagt selbst, was ihr davon haltet. So, ja. Na, was sagt ihr? Wie sieht's aus? Nicht schlecht. Ja, natürlich hat er jetzt so ein paar Helmchen hier umgekippt und die sind nicht schnell genug wieder hochgekommen. Ja. Sieht man tatsächlich deutlich, dass so ein paar Helmchen stehen geblieben sind. Das könnte ich nochmal gegenmähen. Aber schon die Festuca-Fläche, schon sie. Und ziehe hier die Poa raus. Und da bleibe ich dran, auch wenn manche behaupten, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Ja, das mag sein. Stört mich nicht. Stört mich nicht. Das ziehen wir jetzt durch. Auch wenn das hoffnungslos ist. Aber es bringt was. Also wenn ich denke, was wir hier schon reduziert haben an Poa, wäre das jetzt schon eine reine Poa-Wiese. Naja, vielleicht auch nicht. Da ist auch noch ein kleines Unkräutchen. Wunderbar, raus. Gut, Freaks. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.